Hallo, herzlich willkommen zu Heinunds Barbecue Workshop. Ich bin gerade auf dem Weg zur Grillmeisterschaft nach Krefeld. Ja, ich bin gerade angekommen. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich bin 10 Kilometer hinter einem Rübentraktor gefahren. Halbe Stunde zu spät. Ja, jetzt geht es los. Wir besuchen mal die ganzen Teams und schauen uns die Veranstaltung an. Ja, nicht los, obwohl 12 Uhr ist. Und der erste Stand, wo ich hingehe, das ist jetzt Unna aus Massen. Ja, die haben hier, die sind die Abräumer dieses Jahr. Mahlzeit! Ja, klar, ich bin wieder da. Ja, logisch. Ihr seid die großen Abräumer dieses Jahr. Ne? Ja, ihr habt in Bremen auch gewonnen, habe ich gehört. Hä? In Bremen? Guck mal da vorne links. Was? Ich geh mal gucken, warte mal. Das hier? Ja. Mein Gott. Ja, wie schön. Habt ihr denn verdient gewonnen? Aber hallo, wir waren nur zu dritt und haben mit Blut. Zu dritt? Weiß. Ja, zu dritt. Ich fand das sowieso. Und Tränen haben wir uns den Hart ergrillt. Du lachst, im wahrsten Sinne des Wortes. In Jüchen habt ihr auch schon gewonnen. Schämt ihr euch nicht? Nö, warum? Ist doch gut. Motiviert. Verrichten, man, den es gibt. Hab ich euch zusammen. Gelobt? Hast du nicht gelobt. Fängst aber jetzt an, ne? Ich bin da hinten reingekommen. Der erste Weg war für mich der Weg zum Currywurstbrunnen. Ja, guck mal da. Hast aber alte Wurst da liegt. Ja, für dich kommt jetzt eine frische Wurst. Echt, jetzt? Ich hab noch nichts zum Frühstück. Jetzt kriegst du ein Frühstück, wie sie von uns gehört. Ja, genau. Boah, die Sonne knallt hier genau rein. Ja. Hast du den jetzt eingelassen? Das war aber beim letzten Mal noch nicht. Ja, wir wollten mal ein bisschen schicker machen. Boah, Junge. Guck dir das mal an hier. Ja? Da sprudelt der Ketchup aus dem Tisch. Endlose, niemals versiegende Quelle an Currysoße. Jetzt pass mal auf. Ich hab das auch gemacht. Ja, ich hab ja auch so ein Ding, ne? Ja. Und jetzt, ich habe das ausprobiert zu Hause und wir machen bei uns eine Veranstaltung in der Firma. Ja. Wir haben immer so ein Kicker-Turnier. Ja. Kommen so 70 Leute. Ja, da stelle ich den auch hin. Das mache ich auch. Ich fand die Idee so super gut. Aber wieso? Wo, habt ihr nicht sonst den Wagen? Wo ist der Wagen? Ist das der Wagen gewesen? Ja? Ja, verändert sich. Ich hatte ihn ganz anders in Erinnerung. Ja, ist wieder ein bisschen mehr beigekommen, ne? Oh. Aber es hat unser. Geh mal rein, kommst du an? Ich geh mal rein. Komm, wir gehen mal rein. Dann. Komm, wir gehen mal rein. Ja? Haben die selber umgebaut, ne? Wie viele Gramm der die Wurst schneiden kann? Ja? Du kennst dich mit deinem Würstchen aus. Nicht nur mit meinem. Nicht nur mit einem. Ja? Das ist aber schon ein bisschen ekelig, wenn du dich nicht nur mit deinem Würstchen auskennst. Aber der sieht gut aus, der Wagen. Junge. Hä? Ja, geilen Wagen ab hier. Ja. Wer hat denn den umgebaut? Ah, schon wieder weg. Christian. Der ist schon wieder weg. Der ist Handwerker, wa? Genau, unser Meister. Schreinermeister. Meister. Der Herr des Rats, der Wagenbauer. Der Wagenbauer. Gut gemacht. Sieht gut aus. Hat alles gekonnt, ne? Hast du in der Lehre nicht versagt? Gott sei Dank, ne? Das beruhigt mich. Und dem schmeckt? Müll könnt ihr gleich ins Loch werfen, ja? Das ist immer eine Idee, du. Ja, wa? Die sind gut. Oh, leichten Dampf in der Soße. Das ist perfekt. Ja, so muss das sein, ne? Mega. Macht ihr denselben Burger wie beim letzten Mal? Nein. Nee. Das ist auch wir machen heute so. Alles ein bisschen anders. Wir machen auch die Wurst mehr im afrikanischen Style, weil der Asa, der junge Mann mit der Mütze da vorne, kommt aus Südafrika. Und heute gibt es hier eine Bohrenwurst, die afrikanische.
Tradition hergestellt worden ist und auch danach schmeckt. Das gleiche machen wir im Chef's Choice. Machen wir einen Nackenbraten in afrikanischem Style. Und beim Burger sind wir heute ein bisschen mehr auf Kürbis und Kraut und Rüben ausgerichtet. Du kommst aus Südafrika. Ja. Da ist ja dieses. Ist das nicht da dieses Brei-Grillen da mit dem Brei? Ja, Brei. Brei und Borowurst. Ja. Und Vater war eigentlich aus Dänemark, aber ich bin da geboren. Ja. Bin jetzt sind wir ein bisschen IQ umgestiegen. Ich mache jetzt Dampfer statt Rauch. Dampfer statt Rauch. Hauptsache qualmt, ne? Und Nikotin rein. Ja. Ja. Was? Und du hast mit Abstand das längste Video von meiner Meisterschaft gedreht. Ja, logisch. Dass du die Kunden so geil aufgenommen hast. Mega. Ja, also man muss ja auch mal die wichtigen Sachen zuerst machen. Ne? Ja. Halbe Stunde dauert jedes Video mal wieder. Ja, mindestens. Aber ich glaube, da waren ja 60 Minuten. Das hat er wieder super gemacht. Ne? Und ich glaube, ihr habt Hunger. Ne? Ihr könnt jetzt zwar nicht probieren, aber er wird gleich für euch vorkommen. Ja, heute machen wir mal die griechische Zisterne hier auf. Heißt das Zisterne? Nee, nee, Taverne, ne? Die griechische Taverne. Und dann hauen wir uns ein paar griechische Schwulchen rein. Ja, komm, 400 Stück. Komm, komm mal hier hin. Komm mal hin. Wunderbar, wir haben noch ein paar. Komm, ich nehme dich mal mit rein hier. Guck mal, alles hier für unsere Zuschauer, nur für den Fun-Faktor. Wir haben ja wieder was zu verteidigen, ne? Die ganze Nacht gerollt. Ja, dann reicht uns aus dem Mittag. Ja, soll ja auch, ne? Wir wollen ja alle satt kriegen. Grillen ist ja nicht so mein Ding, ne? Aber labern kann ich gut. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ich kenne ja seinen Kanal. Ja. Also, aber das ist doch schön, ne? Wenn ich die anderen Videos immer sehe, die sind immer alle so kurz. Die zeigen immer kurz und knapp, was Sache ist. Und dann sind die perfekt geschnitten. Wer will denn sowas haben, ne? Wir wollen das gute alte Handwerk leben lassen. Guck mal, das ist genau. Wie hier auf der Platte, das läuft. Die haben alle gute Laune heute. Ja, vor allen Dingen wir. Aber wir wollen doch heute gewinnen, ne? Und den Fun-Faktor, ne? Und dann geht das bei uns immer so. Ladies and Gentlemen, Barbecue Time! Der kann doch lauter schreien als ich. Aber das Praktische ist ja, bei uns in der Firma, ne, wenn ich einen mit einem sprechen will, der ist 100 Meter weg. Ja. Ich könnte jetzt die 100 Meter gehen, ne? Ich schreie immer durch die Werkstatt. Deshalb bist du auch so schlank, ne? Ja, ja. Weil du so viel Energie verbrauchst beim Brüllen. Früher war ich unheimlich leise. Ich habe immer leise gesprochen. Dann habe ich geheiratet. Ich bin immer zu Wort gekommen. Bis du dich durchsetzen musstest. Hä? Bis du dich mal richtig durchsetzen musstest. Ja. Mach mal schöne Grüße an die Gattin. Ja, die ist super. Ne? Die haben ich zu Hause gelassen. Ja, weiß ich. Ist doch gut so. Hast du den Hund auch da zu Hause gelassen? Ja, der Hund ist auch zu Hause. Gott sei Dank. Nicht, dass du nachher wieder einen Zwischenstopp machen musst. Nee. Und wieder zurückkommen musst. Das wäre ja bitter. Hier, die eingeschränkt. Perfekt! Perfekt! Nur eins, ne? Yeah! Guck mal da! Läuft hier! Schöner als bei mir in der Küche. Das ist doch gut. Das hab ich nicht. Mitch, hast du noch ein Spiel? Ja, für eine junge Dame? Ja. Ah, das war wenn das deine Frau sieht. Ah, wir sind kein Kameraden. Schale oder nicht? Wie war denn die Saison noch hier? Ist jetzt sehr gut. Ja. Was haben wir gemacht mit Dritte und Zweite? Ja. Dritte, Zweite, heute Erste. Also zumindest ein Fun-Faktor. Hör mal, wenn irgendeiner fragt, wo ihr den meisten Spaß hattet, guckt mal hier auf dem Schild. Der Name ist entscheidend. East West Barbecue Society, ja? Ja, genau. Ja, ja, klar, genau. Ja, sag ja, das ruhig, ja. Da ja, musst du auch mal zustehen. Ihr habt ja das letzte Mal gewonnen. Wann? Nicht? Nee, da waren die Wild West. Ach so, ein Scheiß. Ja, ist gar kein Problem, aber da können wir mit umgehen. Aber den Fun-Faktor haben wir letztes Jahr gut. Ja, und ich habe hier Mission Titelverteidigung. Ladies and Gentlemen, it's Barbecue Time! Da. Meine Nachbarn. Deine Nachbarn? Meine Nachbarn. Wo bist du denn? Da oder da? Korschenbruch kommt ihr. Korschenbruch, wo kommst du ja. Her? Ich komme aus Gießenkirchen. Aus Gießenkirchen? Meine Hometown, Gießenkirchen. Sehr, sehr ich bin gut. So auf den Korschenbruch. Aber an den Geruch habe ich euch noch nicht gefunden. Korschenbruch? Wo kommst du hin? Korschenbruch? Du bist in Gießenkirchen. Gießenkirchen kommt. Mann, ja, wo kommst du denn her? Ne, ich gehe mal Stadtzentrum Korschenbruch. Ne? Da beim. Was ist denn da? Edeka oder was ist da? Ja, wo Thomas Banks ist. Ja. Thomas Banks. Da, wo wir saufen können. Und wo? Da seid ihr her direkt?
Oder seid ihr hier aus dem kleinen Bräuch? Im Umkreis von 500 Meter da drum rum wohnen wir. Hab ich noch nie gerochen. Ihr grillt immer sicherlich dann, wenn ich nicht da bin. Wir haben hier ein Geheimtraining. Komm her. Ey, ihr seid doch keine Amateure mehr. Nee, aber man nennt uns so. Ja, nee. Jetzt nehmen wir, nachdem wir letztes Jahr diesen Titel da gewonnen haben, dürfen wir nicht mehr Amateur sein. Ist, wir trinken zu viel für die Profimeisterschaft. Ja, aber trinken gehört dazu. Wir trinken auch jeder Bolten immer. Ja, Bolten nehme ich auch immer. Aber immer Bolten in der Brauerei holen. Ja, die wollten aber nicht mit uns zusammen. Wenn die Bolten-Brauerei das sieht, wir sind immer noch offen für ein Sponsorship. Ja, ich bin nächste Woche da. Ich gehe da einfach vorbei. Ja, sag dem Bescheid. Ich hab da kein Problem. Ich gehe auch immer zum Chef. Sag dem Bescheid. Wir wollen eine Palette Bolten Helles und einen Sprinter geliehen. Dreimal im Jahr für ein Wochenende. Ja. Das sind die Bedingungen. Ja. Wir müssen nochmal mit dem Onkel Bolten sprechen. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ne? Also, die Grillflemkes, die sind aus Korschenbräuch. Die aus Korschenbräuch. Ja. Die brauchen unbedingt ein. Ist das ein Sponsor schon? Ja, das ist kein Sponsor, das ist fröhliches Miteinander. Genau. Ja? Genau, das wollen wir eigentlich. Ist ja auch ein bisschen Werbung für Bolten, oder? Das ist mehr als Werbung. Wir sind auf mindestens 6 Meisterschaften in ganz Deutschland vertreten, jedes Jahr. Aha. Da steht überall Bolten. Wir wollen eigentlich nur eine Palette Bolten Helles. Pro Jahr? Ja. Das ist ja nichts. Pro Jahr muss man ja mal sagen. Pro Jahr. Und was ganz gut wäre, ein Sprinter, wo dick Bolten draufsteht, wo wir 3 Wochenenden im Jahr mit rumgurken können für die Meisterschaft. Ja, da ist aber bestimmt versicherungstechnisch ein Problem, oder? Das muss die Boltenbrauerei klären. Ja, das weiß ich nicht. Aber noch billigere Werbung gibt es da ja. Besser geht es nicht. Dauerhaft. Ja. Und auf der deutschen Meisterschaft in Fulda, wo 35 Teams vertreten waren und dort weiß ich wie viele Millionen Zuschauer, da haben wir das Bolten-Bier gepusht bis zum geht nicht mehr. Ja, und was habt ihr dafür von denen hier gekriegt? Rechnungen. Na, nicht mal Farbenhändedruck. Beim Trinkgut im Korschenbruch haben wir Rechnungen bekommen. Trinkgut? Wo ist denn da Trinkgut? Nee, beim Edeka. Beim Edeka? Beim Rewe. Jetzt haben wir für alle Werbung gemacht. Ja, das ist so. Ja, also jetzt. Herr Bolten, schönen Gruß an der Aldi. Stelle. Ja. Ich schick ihm das per E-Mail, hab ich kein Problem mit. Der Manuel Post, der ist nicht mehr bei den Grillflemkes. Was ist? Dafür der Patrick. Wieso ist er nicht mehr dabei? Der hat jetzt ein Kind. Der hat geheiratet. Die arme Wurst, wa? Und er muss nebenbei noch eine Firma führen. Oh. Ja. Heiraten ist nicht immer gut. Heiraten ist nicht immer optimal. Ne? Die Frauen, wenn Kinder im Spiel sind, wird zeigen. Ja, weil die Frauen wollen uns ein bisschen einengen. Stimmt. Ja, das ist so. Ja, die Frauen sind ja grundsätzlich überhaupt schuld. Das muss ich dabei sagen, ja? Ja. Wo wir, kannst du dich nicht dran erinnern, ne? Im Paradies. Adam und der Adam hat hier liegen, ne? Im Liegestuhl, im Paradies. Ja. Ne? Jarten Eden. Ja, stimmt. Linke Hand ein Chicken Wing, rechte Hand die Trauben. Ich glaube, so wird es übermittelt, ja? Und was ist passiert? Nichts. Die Frau ist gekommen, ne? Mit ihrem veganen Kram. Ja? Pflückt den Apfel vom Baum, ne? Ja, da war ganz unheimlich angefangen. Ja, war ja schon verboten, ne? Durfte sie ja nicht, ne? Ja, da war noch recht Zucht und Ordnung. Ja, und genau, hinterlistig wie die ist, zieht die den Mann mit rein in die Tat. Ja? Hält ihm der Apfel hin und doof wie der Mann ist, beißt er auch noch rein. Ja, und seitdem können wir nur noch arbeiten und müssen im Stehen. Ne, dürfen ja nicht mehr im Stehen pinkeln, ne? Oh ne, wir müssen uns setzen. Wir dürfen nicht, machen das schon. Ja, immer wenn die Frau nicht da ist. Wenn die jetzt gucken, ne? Tür zu, ne? Zu den Gewinner vom letzten Mal. Wir haben das letzte Mal gewonnen. Ihr seid die Titelverteidiger? Ja, Daumen. Boah, ey, guck mal hier, nur Pokale. 2013, 14, 16. Weißt du schon einer mehr als wir? Ja, ich hab gedacht, ihr hättet euch schon den Pokal dahin gestellt. Aber so vermessen seid ihr nicht. Nee. Weißt du, warum 15 da nicht steht? Nee. Weil wir da nicht bei waren. Nein, Quatsch. Nee. Da gehört ja auch viel Glück zu, das wissen wir ja alle. Ja, das ist richtig. Und es sind so viele super Teams hier, ich habe ja eben schon mal rumgeguckt, die sind alle top drauf und von daher, das ist auch viel Glück dabei. Ja, aber man will trotzdem gewinnen. Ja, klar, da sind wir alle hier, ne? Ja. Also ich denke mal, das möchte jeder. Das, ja, da verstehst du uns auch. Was habt ihr da für geile Kisten?
Das sind die von Stanley, die, wie heißen sie, wie heißen die nochmal, die Max, Super Max oder wie der heißt, Rollcontainer, die vier Schubladen haben und einen großen, den man auch noch abnehmen kann. Und die haben wir so bestückt, einmal nur mit für Nachtisch, einmal für Burger, je nachdem, so wie wir die Länge brauchen, werden die bestückt und dann nehmen wir die so mit. Und warum habe ich sowas nicht? Ja, dann du kannst ruhig weiterreden, kannst ist ja kein Problem. Kannst du demnächst bestellen. Kannst du mal alles zusammen, damit ich eine Gruppenaufnahme von euch hier machen kann? Genau, ich schieb mal kurz an die Seite. Ja, genau. Erik muss früher kommen. Kleine Wicken nach vorne. Wieso werden Siegerfotos vorher gemacht? Ja, da liegt das schon früher, ja. So ich das haben. Fast nach Trüchli. Prima, weitermachen. Dann meine Bockwurst. Nächste Woche bei YouPorn. Ihr seid alle mit dem schwarzen Balken hier vorne. Aber warum habe ich sowas eigentlich nicht? So geile Kisten. Stefan, wir gehen einfach nur einen Burger-Patty ab. Wir gehen nur einen Burger. Guck mal hier. Das ist mal ein Burger-Patty, ne? Ja, ist Diät, ne? Ja, Diät, wie auch sagen. Ja. Ist keine Kohlenhydrate drin, verspreche ich. Nee. So, jetzt gehen wir. Ja, die eine flüchtet schon. Ich gehe einfach mal hier rein. Wir sind beim Low Budget Barbecue. Ist das richtig? Low Budget Burner. Low Budget Burner. Wo kommt ihr denn her? Aus Recklinghausen zu uns. Recklinghausen. Genau. Und warum Low Budget? Habt ihr kein Geld oder was? Richtig. Aber für Grillen brauchst du nicht unbedingt Geld. Das ist nämlich auch unsere Meinung. Ja. Man braucht ein bisschen Hitze und ein bisschen Spaß bei der Sache und dann funktioniert das schon. Genau. Genau. Ich komme her. Das ist nämlich auch genau das, was ich... Ich habe ja einen YouTube-Kanal. Ne? Und das ist nämlich genau mein Credo. Bei mir hier wird keine teuren Sachen. Ich finde das nämlich zum Kotzen, wenn dann da irgendein Promi, sag ich jetzt mal, ja, ein Kurbelrind auf dem Biefer haut, ja, kann sich keine Sau leisten. Sehen ja, ganz genauso. Ja, genau. Ja, und dann den Leuten läuft das Wasser im Mund zusammen, ja, und dann versuchst du da zu Hause auch, gehst dir ein Steak kaufen, aber das kommt ja noch nicht mal annähernd daran. Genau, richtig. Ja, warum mache ich den anderen Leuten denn so eine lange Nase? Das finde ich schlecht. Ja. Genau, richtig. Ja, ist das so. Ne? Deshalb, ne? Guck mal, ihr macht mit den kleinsten Mitteln im Grunde dasselbe. Ne? Muss nicht eine Schiefertafel sein, das geht auch eine Feinsteinzeugplatte. Richtig, ja? Das sehen wir auch. Finde ich richtig geil. Ja, ihr müsst mal bei den Grillmeisterschaften auch mal zu den kleinen Teams gehen. Die anderen machen immer nur so ja, Halligalli ein bisschen drumherum. Ne? Die haben da drauf. Eure erste Teilnahme? Ja. Ja, ja, dann wünsche ich euch Glück. Ne? Danke, danke. Ja, macht einen geilen Burger. Den machen wir auch. Ja. 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 Ich komme gleich vorbei, den nehme ich auf. Alles klar. Keine Angst. Keine Angst. Kein Problem. Oh jetzt, ja. Oh jetzt. Ja, bei nun im Video hier. Ja. Noch. Was? Ja. Was? Kennst du nicht? Nee. Kein Fleisch auf dem Teller. Hab ich abgelesen. Genau. Schalt die Hand drauf. Schalt die Hand drauf. Rum, ne? Die sind aus Erkelenz. Ja, bringen wir. Genau. Na, richtig. Welche haben die drauf gekommen? Nee, du musst doch fahren noch. Aber da haben wir ja schon in Jüschen drüber gesprochen. Ja, aber ich war nicht in Erkelenz, ne? Ja, hast du was verpasst. Ja, ich war im Krankenhaus. Ja. Kann auch ein Highlight sein, aber ich glaube, in Erkelenz war es besser. Nee, war nicht so dolle. Was macht ihr denn heute? So, guck mal, so was habe ich gar nicht. Grillen heute mal als Abwechslung. Guck mal hier. Komm, Dier, ich grinse mal. Zum Glück hat er auch schon das Messer hingelegt. Können wir uns direkt was abschneiden zum Probieren. Jetzt habe ich wie lange hier gewartet? 20 Minuten. Der hat sich gedrückt bis zum Jeb nicht mehr. Maximal 5. Aber ich bin aber zäh. Ich bleib so lange stehen. Sorgt natürlich wieder für... Der guckt hier schon ein bisschen skeptisch rein. Das kann man aber nicht. Der grinst aber heute nicht. Ja, vor allem über die Bock. Nee, der ist total ernst. Ist der. Guck mal. Ist egal. Ich
glaube, der macht jetzt Schneiden für Faule. Der macht da Gyros draus, ne? Ja, ja. Schichtgyros wird er. Ja, ja, Schichtfleisch, genau. Vorne war so eine Grillbude, kann man eben mal Spatzer Zicki holen. Das ist auch schon drüben, mal mit. Können wir mal gucken, wie viel die Grande das macht. Mach mal jetzt mal so. Rum, Whisky und was haben wir noch? Wein. Auch schon viel. Ich sag noch, der macht Gyros. Und was macht der? Gyros. Gleich geht der Tzatziki holen nach vorne beim Dönermann, weißt du? Ich glaube, du bist das Orakel. Dann, ja. Ja, man nennt mich auch so, so Barbecue-Orakel. Weißt du? Ja. Guck es dir an. Go, Bernie! Kannst du mal aus der Kiste so eine Schlange? Ja, dabei ist er. Was meinst du, warum wir hier stehen? Wir geben Anweisungen. Also, links ist mir rechts. Grinst mal. Ah, denk dran, nicht schneiden, das ist der Finger. Dann die sind aber blutig. Ja. Ist dann nicht mehr Medium. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wir machen mich oh. Hier total nervös. Junge, Junge. Ja gut, da muss der auch mal lernen, ne? Da muss er auch mal unter widrigen Umständen muss der auch mal hier sein Gyros schnitzeln können. Sechste Ausbildungsjahr, ne? Sechstes Ausbildungsjahr. Ja. So, schön mit den Händen nach rein. Schütten. Warum hat er jetzt alles da reingetan? Nee, wir haben damit wir jetzt hier mal richtig schön machen. Überhaupt nicht gut, deshalb macht er die ganze Barbecue-Soße darüber, damit man den schlechten Geschmack nicht. Also ich meine, nein, wir lässt da vollkommen recht haben. Ja. Wir lässt ein bisschen, das gehört dazu. Die sind aber nicht sauer, hoffe ich. Einfach nur. Richtig. Ein bisschen ekelig. Was der Olaf bisher am Grill geleistet hat, das weiß ich ja, das ist auch nicht viel. Was? Hör mal, wir brauchen noch so eine Buchbox hier bei uns am Stand. Ja. Ich will jetzt Hättest du was kannst gemacht, mal, hätte ich den mitgemacht. Diese Rolle Alle Leute haben jetzt gedacht, der Tipp war zuerst. Ja, scheiße, ja, ja. Jetzt packt ihr das wieder auf den Mast drauf. Kommt nochmal in den Grill. Boah. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Schappi, ne? Ja? Oder? Meine ich das mal? Ich weiß nicht, was du bis jetzt gegessen hast, ne? Aber Schappi? Ja, aber wenn er fertig ist, ne, das wird richtig lecker, freue ich mich drauf. Wie lange dauert das noch? Wir sind fertig. Spionage, oder? Ja, mal hier mit dir. Gut, wir haben alles gesehen. Barbecue. Wild Hawks. Wild Hawks. Da steht doch jemand drauf. Verkehr. Da steht Kohlemann drauf. Ah, da bin ich. Ja. Da. Mein Gott, der weiß gar nicht, wo der drauf ist. Ja, ich hab so viel Spaß. Du weißt doch nicht immer, wer er ist, ne? Nein, ich fand das Video gut, was du letztes Mal gesehen hast. War ein bisschen lang, ne? War schön lang, aber sogar ich kam drin vor. Jetzt kannst du hier meine Truppe mal filmen. Ne? Ich hab dich total auf dem Gedächtnis. Ich war ja auch ganz weit rechts außen. Ganz weit rechts außen. Ja, der Gildo. Hab ich euch zu wenig gezeigt? Ne, ich war ja alleine da. Du warst alleine? Ja, da ist so Unscheinbares. Aber jetzt haben wir ja die ganze Mannschaft dabei. Die ganze Mannschaft? Ja, aber letztes Jahr war er ja auch hier. Ja. Habt ihr am selben Stand gestanden, direkt neben Gourmetfleisch. Ja genau, da werden wir gleich noch ein bisschen Fleisch von grillen. Ja, letztes Mal, ich weiß nicht, was habt ihr da gehabt? So ein Tomahawk. Ja, ein Tomahawk-Steak. Habe ich ein Stück von gekriegt. Ja. Ne? Und den seid ihr gegönnt. Ne, ich habe den Knochen auch mit hier noch. Ja, ja. Ja, für meinen Hund. Ja. Der ist dann hier vorne. Da waren doch die Veganer. Die Veganer. Ja. Und ich bin extra, hab dem Hund den Knochen so ins Maul gegeben und bin extra dran vorbei. Ja. Was war denn sauer immer? Ja, alles klar. Ich gehe mal hier rum. Ich zeige euch mal. Bis nachher, hier. Ne? Ja, da sind die ganzen Jungs noch. Ja. Die bereiten alle vor. Für ja, jetzt, ich immer die Kamera geht nach hier. Du brauchst noch kein schönes Gesicht machen. Ne, kann ich ja gar nicht. Ne, ich meine ihn. Ach so. Ja. Ja, also, ja, dann dreh mal um. Schönes Gesicht machen. Schränk dich mal an. Schönes Gesicht. Wir sind von Natur aus schön. Männer sind von Natur aus schön. Richtig. Also, wir nehmen zwei Bier und.
Wir brauchen uns nicht schminken. Ja. Und Männer werden ja auch nicht alt. Ne? Nee, wo geben wir die Zunge? Wir haben noch Feuer und Wurst. Ja, guck mal hier. Die sind immer so. Wenn schon, denn schon. Ja. Also Calgary wohnt. Ich habe eben schon da hinten gesagt, die haben ja auch so einen Grill. Aber sowas habe ich schon. Ja. Ah. Und das ist der Urvater, das ist einer der ersten, die überhaupt in Deutschland mitgebaut wurden. Ja? Ja. Und danach ist der ganze Hype angefangen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Dann wäre man für uns für die Firma. Wie lange dauert das, bis das Ding wieder kalt ist? Ich sag mal Stunde. Wenn ich den Feuerkorb rausnehme, dann hast du das ja weg, dann fühlt die Platte ruckzuck aus. Ne? Guck mal hier. Ja, doch, die Kamera aus, ne? Ja. Nee, übernehmen keine iPhone-Klappen. Ja, wenn das verbrennt, das ist so die Firma. Das ist doch gut. Der macht sogar gesunde Sachen. Ja, extra für die Veganer. Süßkartoffel. Und die schmeckt? Nein. Das ist für die Veganer, sagst du? Ja, ihr grillt im Pit. Ohne Würstchen. Alles klar. Man kann es ja versuchen. Ja, da sind die begehrten Pokale. Natürlich der in der Mitte. Dann ist das für meinen Arbeitskollegen. Heißer Grieche und seine Ziege. Ja, das ja geil. Das ist ein Gyros-Griller. Ja, da denke ich direkt an meinen Arbeitskollegen. Ne? Der ist Grieche. Ist der auch so heiß? Ja, der hat eine Freundin. Oh, sieht gut aus. Danke. Was sind die denn für ein Grillteam? Reines Barbecue. Jetzt aber. Jetzt wohl schwer Stress kommt. Ja, ich will mal gucken, was ihr gemacht habt. Die anderen haben alle schon ihren Burger da drauf stehen. Ich warte jetzt. Ja, eine halbe Stunde ist mir ganz egal. Ihr seid aber auch ziemlich spartanisch eingerichtet, ne? Wir machen erst das zweite Mal. Zweite Mal? Ja. Habt ihr schon einen Erfolg? Nö. Noch nicht? Wir sind nicht letzter geworden beim ersten Mal. Ja, das ist doch ein Erfolg. Die anderen scheinen ein bisschen mehr. Ihr seid ein bisschen unscheinbar. Wir haben jetzt auch voll zu tun. Du bist zu schüchtern. Überhaupt nicht schüchtern. Ja, kommt aber so rüber. Nee, wir haben jetzt was zu tun. Ich mach das Kühl gerade schon. Unsere Vorspeise. Der Mann muss arbeiten. Die Frauen gucken zu. Ja, der hat wenigstens Mutti. Ja, ja, ja. Das ist wie im wahren Leben. Aber guck mal, das hat nämlich nicht nur hier haben, sondern auch da. Ja. Der Ball, ne? Darf ich mal reinkommen? Ja, sicher. Ja, komm. Jo. Das ist wie bei mir zu Hause, ne? Der Mann arbeitet und die Frau sagt immer, wir müssen das noch machen. Ne? Und was meint die Frau damit? Du musst das machen. Genau. Die Frauen sind alle gleich. Alle. Ja? Ja. Du erkennst dich wieder. Ich erkenne mich wieder, ja. Aber heute. Jetzt müssen wir mal gucken, ne? Oh. Wir sind hier bei Oinken Doink. Komm her, du Judas! Ja, er darf komm her! Er darf das! Das ist unser Schwesterteam, ja. Kollege! Ja. Geh mal jetzt auf Amazon, ne? Barbecue aus Massen ist bei Oinken Doink. Pass auf, mal für die Kamera. Wir haben sogar vor ein paar Wochen noch zusammen. War sogar äußerst deliziös. Ja. Nom. So, jetzt kann alle auf Amazon gehen und tippen. Currybrunnen. Es gibt schon eins für 60 Euro. Außerdem habe ich die offizielle Erlaubnis. Wir haben schon bei denen Probe gegessen. Also. Ja, hiermit brauche ich nichts oder was. Doch, aber wir bei uns schon leer. Und ich hab leer? Ja, wir haben ja mehr getrunken. Ich habe noch ja nichts bei euch gegessen. Bitte? Ich habe noch ja nichts probiert bei euch. Ja. Ja, warte. Ihr esst das alles selber auf. Bitte, probieren wir. Was? Da musst du gleich... So. Ja. Die niemals versiegende Currywurstquelle. Jetzt weiß ich, was ich mit dem Schokobrunnen machen kann.
Der kommt an, dein Kübelwurst. Ja. Der ist richtig gut. Ja, dann wissen Sie ja, was Sie nächstes Mal zu Hause machen können. Ja, ist auch einfach. Für die Kinder ist das super. Für den Kindergeburtstag. Ja, was Kinder, Erwachsene. Ja. Oder Kälterbrunnen. 5 Liter Fässchen daneben. Mama, kümmere dich mal um den Kopf. Ja, klar. Nächstes Mal, wenn du Geburtstag hast, ne, musst du dann sagen, Mama, mach mal einen Currywurstbrot. Und schmeckt? Ja. Ja, das ist gut. Hier bei der Grillbüffel, ne, da gibt es lecker Blutwurst. Ja? Kartoffeln und Äpfel. Ja, hier. Mit Kartoffeln und Äpfel. Mit Kartoffeln und Äpfel. Ja. Und mit Liebe gemacht. Richtig, das ja. Sowieso. Ja, jetzt probieren wir mal. Vorsicht, ich habe ein Messer in der Hand. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ja. Komm her. Wenn mir die Wurst nicht schmecken würde, ja, dann würde ich das auch sagen, auch wenn du ein Messer in der Hand hast. Ist ja auch richtig so. Ja, finde ich richtig. Kann nicht jeden Geschmack treffen, ja, hier. Ja, aber die ist schön scharf. Ja. Ja, das mag ich. Ne? Richtig. Genau mein Ding. Lecker. Ja. Ich esse nur das zweite Stück. Ja, gerne. Weil ich bin schon ein bisschen abgemagert. Ja, das muss ich sehen. Ja. Kann uns nicht passieren. Nee. Ich zeige das dann auch hinterher meinen Arbeitskollegen. Ja. Weil die Blödmänner, die kommen ja nicht mit. Selbst schuld. Da sind die selber schuld. Kann man nur jedem empfehlen. Ja, genau. Ja. Und dafür, dass heute schlechtes Wetter sein sollte. Das stimmt. Ist das super hier. Kann man hier im T-Shirt rumlaufen, ne? Mhm. Ja. Super lecker. Schön. Ist jetzt nichts für Veganer, ne? Nicht so wirklich. Ausgerechnet Blut. Aber ich glaube, die haben hier heute auch verloren. Hier, ich bin die Seite. Ja. Ich halte einen Daumen davor, so. Ja, dann sieht man warte, da nichts. Ne? Werbung darf ich nicht machen. Ja, ist klar. Ja. Aber guck mal, die sehen wirklich gut aus. Ne? Nicht so eine krummelte Kacke. Gib mir eben eine Sekunde Zeit, dann kann ich dir gleich Rede und Antwort. Ja, mach das mal. Tiere leiden! Tiere fühlen! Tiere leiden! Tiere fühlen! Tiere leiden! Dazu. Das muss man ehrlich sagen. Das ist ja freie Meinungsäußerung und das finde ich auch wichtig. Ne? Der eine, der macht so was und die anderen halt nicht. Vollkommen legal, finde ich gut. Ja, logisch habe ich das drauf, ja. Weil ich finde das also vollkommen legal. Jeder kann seine Meinung äußern. Das ist auch super. Das ist so. Und ich finde das auch Käse, wenn Tiere, sagen wir mal, gehalten werden, dass einem schon schlecht wird. Ja, ich sag mal dann sowas hier. Ja. Der vegane Bratwurst. Ja, schmeckt super. Voll Ketchup drauf. Es ist nicht so, dass ich sowas noch nicht probiert hätte. Oh, ja? Nö. Warum nicht? Also ich bin offen für alles. Muss ich ehrlich sagen. Ne? Also es gibt auch genügend vegane Produkte. Genau, nehme ich auch mit. Es gibt genügend Produkte, die schmecken wirklich richtig gut. Ja. Muss aber auch mal eine Frage stellen. Bitte. Wenn ich da. Bitte. Ja. Die Tiere, die sterben jetzt für uns. Ne? Und was ist in den. Ist Tofu drin? Pflanzen. Ja. Und ich weiß, dass die viele Produkte aus Ländern kommen, wo Regenwald abgeholzt genau, wird. Ja, ja aber schon. Wie findet ihr das denn? Ja, darf ich da kurz was sagen? Ja, logisch. Schauen Sie mal. Wenn wir Pflanzen essen aus fremden Ländern, da haben Sie recht, dann wird das von weit her gekarrt. Ja? Ja. Wenn wir aber Fleisch essen, dann müssen die erstmal die bis zu 15-fache Menge Pflanzen in die Tiere reinschicken, ja, die ja auch von weit her gekarrt werden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn sie essen, weniger Leid anzurichten, indem sie zum Beispiel keine Tiere essen und auch weniger Regenwaldzerstörung zu produzieren. Oder wir haben die Möglichkeit, Tiere töten zu lassen, in die nochmal Tonnen von Pflanzen reingesteckt wurden, um das Leid zu maximieren. Uns ist allen klar, dass das Ganze mit Tradition zu tun hat, mit Geschmack, mit Normalität. Wir wissen das alles. Wir haben ja selber früher auch teilweise Fleisch gegessen. Ja. Nur haben wir halt den Unterschied erkannt, dass wir töten müssen und dass wir eben halt noch mehr Pflanzenleid, Regenwaldvernichtung, Überfischung der Meere verantworten müssen, wenn wir Tiere essen wollen. Und das möchten wir einfach nicht mehr. Ja, gut. Ja? Finde ich gut. So. Wir müssen alles selber machen. Das ZDF-Kamera-Kind. Ja, habe ich nicht. Hast du nicht? Ich habe einen Sohn.
Ja, aber der hat nie Zeit. Der hat keinen Arm. Ja, der ist da. Der wohnt um der Ecke und kommt trotzdem nie vorbei. Ja. Ja, meine Kinder waren jetzt in, oder meine Tochter war in Bremen, als die Grillmeister geworden sind. Haben die gewonnen, ne? Haben die gewonnen und da hatte ich das große Glück, dass meine Marlene hier den Stand mit ihrer Freundin gewonnen hat. Ja, super. Ich habe gehört, die waren nur mit einem Mann da. Ja. Ist das so? Und dann gewonnen. Waren viele da? Ich war selber nicht da. Ja. Nein, es war also gut besucht und wir haben vor allen Dingen eine tolle Resonanz gekriegt aus den umliegenden Dörfern und umliegenden Ständen. Jo. Mittlerweile haben wir ja schon hinten die Eukendoins, ne? Ja, die haben, da war ich auch schon. Eukendoins grillen uns die. Mit dem legendären Currywurstbrot. Ja, das ist geil, oder? Ja, geil. Also mach ich jetzt bei uns in der Firma auch. Ja? Ja, wir machen im Oktober ein Grill-Event bei uns. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich so gelacht. Ja. Also der Currywurstbrunnen ist eine geil, ne? Idee. Die ich habe den nämlich gekauft als Schokoladenbrunnen. Ja. Ich habe den nur einmal benutzt bis jetzt. Genau. Das hat er halt eben auch gemacht. Ne? Guck mal, was sagst du? Ich war gerade drüben bei der Veganen. Ja, ich habe mit denen ein bisschen diskutiert. Worüber? Ja, allgemein. Ne? Tierhaltung und so. Ne? Aber die Argumente, die bringen, sind gar nicht so schlecht. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil wir haben ja auch ein veganes. Ja, habe ich gesagt, ne? Ich weiß nicht, ihr sagt das, nee, die Süßkartoffeln habt ihr nicht, ne? Nein. Das war da vorne. Nein, gut, da waren die anderen. Nein, das Vegane bei uns in den Briketts ist, dass wir vegane Stärke zum Verpressen nutzen, um nachher aus dem Kohlestaub das Brikett zu machen. Ja. Das klebt mit veganer Stärke. Ja, das ist, kann man auch ökologisch sein. Ne? Ja. Ja, hier, guck mal, muss ich hier, da. Ich mach das ist keine Werbung jetzt, ne? Nein. Weil, ich sag das ganz ehrlich, ich finde die Idee grundsätzlich nicht schlecht. Ich habe die aber noch nie ausprobiert. Ehrlich nicht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber kann ich immer noch machen, wenn ich jetzt, was mache ich denn jetzt? Die nächste Kugel anwirfst, dann nee, kannst du das ich mach ja was im Dutch Oven mache ich. Aber ist eigentlich Verschwendung dann für den Dutch Oven, ne? Jetzt sind wir ganz ehrlich, ne? Das ist jetzt kein Fake. Ich kaufe jetzt hier einen Sack von den Briketts. Ja. Ja, weil ich werde die ausprobieren in meinem nächsten Video, wenn ich den Dutch Oven anschmeiße, für Gänsekeulen zu machen. Ja, das ist nicht gesponsert. Und wenn die mir gefallen, dann sage ich das auch so. Ja, aber ich sage dir direkt, ne? Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich das auch. Dann ist das so. Dann ist das so. Dann ist das so. 3 Euro kosten die. 3 Euro kosten die. Die hast 5 Euro. Ich habe nicht mehr mitgenommen. Gib ehrlich zu, wenn ich mehr Geld mitnehme, dann gebe ich auch immer mehr Geld aus. Dann gibt es das alles aus. Ja. Pass auf. Und dann habe ich für dich 2 Euro in Return. Genau, so soll das sein. Wir tauschen. Hör mal, du hast mir zu viel. Ja, der war schon der 1 Cent, womit der mich bestechen der wollte. Der Cent fällt ihm in die Hand. Komm, gib mir einen. Welcher ist der beste Beute? Sind die alle gleich gut, ne? Das ist heute der Beutel aus der Mitte. Der Beutel aus der Mitte. Ja. Da ist kein Zong drin. Das ist der Beutel aus der Mitte. Jo, den werden wir ausprobieren. Überreicht. Wie viel sind ungefähr drin? Wie viele Briketts? Da sind... ich brauche ungefähr 12 unten und 8 unten, 12 oben. Ich meine, wir hätten 60 20. Stück. Irgendwas um die 60 Stück. Ach, reicht locker. Das reicht locker. Ja, werden wir mal sehen. Ja. Ja, nicht viel, nur so ein bisschen. Oh, er schon wieder. Was denn? Na nicht so, du. Fühl dich nicht im angesprochen. Hinter dir läuft da, den ich meinte. Gerade abgewogen. War das ein Spion? Nein. Guck mal, wollen wir die Meinung gleich dazu. Ihr kriegt die ganzen Zeit, wo da drüben ist. Das machen die extra, damit ihr nichts seht. Gar nicht. Wie hast du beim letzten Mal auch gesagt, ne? Und hast du auch gesagt, dass ich so extrem schön wäre und so. Ja, ja, jo, du weißt, wie gut ich im Lügen bin, ne? Das habe ich früher erkannt. Aber das sieht wirklich gut aus, sag mal. Ist aber was für den kleinen Hunger, ne? Alles auf und
zugreifen, dann kippen die auch nicht um. Ja, nicht gucken, einfach zugreifen, ja, bitte. Das ist der Mann mit der Kamera schon wieder. Ja, ist real. Nee. Ja, doch. Dann wird nachher gesagt, guck mal, wie alt du kannst essen. Ja. Ja, schon das 60 Stück. Ja. Ja. So schön. Wer hat ihn gegrillt? Naja, das Fleisch. Wer war der Fleischmeister? Die Mikrowelle. Ja? Ja, super Garpunkt erwischt, ne? Ich mag das, wenn das in der Mitte so leicht rosa ist. Ja, muss er sein. Dieses Durchgebratene ist noch wach, oder? Der Mann hat Ahnung. Ihr müsst auf euren Dekoteller aufpassen, weil da gerade die erste Wurst weggenommen worden ist. Ja dann. Ja dann. Ja dann. Ziemlich spieß von den Leuten. Die essen eure Deko weg. Die essen eure Deko weg. Nee, das dürfen sie nicht. Ja doch. Ich hab das gerade gesehen, wie das einer weggenommen hat. Aber war ein älterer Herr, ich wollte ihn nicht anscheißen. Männerlutscher, die sind zum Sofa-Zehr. Die Alpha-Pastor-Geschichte. War kalt, aber. Ja. Das wäre ein Probestück, das Richtige, das ist dann auf dem Grill. Ja, schmeckt das jetzt oder nicht? Natürlich schmeckt das. Ja, ich probiere auch. Aber man muss ein Stück Fleisch nehmen und die Ananas. Ich kann das alles mit einer Hand. Ja, aber keine Ananas. Die Ananas fehlt noch. Oh jo, das geht ja nicht. Das ist schwierig. Ja. Er kann es mit einer Hand. Muss ich gar nicht. Hier, guck mal hier. Na, das ist so ganz, ne? Ich glaube, die andere Teller kommen einfach drauf. Du weißt, dass die Bude von rechts sind, ne? Der sieht, ja, aber nur die Fall nicht so von. Deckel zu, Deckel zu. Geht das? Nein. Ja. So, ich denke, das reicht. Ne? Ich kann heute nicht den ganzen Tag da bleiben. Ich muss zu Hause noch die Fliesen verfugen. So ein Käse. Ja, also Siegerehrung ist heute nicht bei mir. Ja, aber ich denke mal, da wird schon das richtige Team heute gewonnen haben. Ich habe mir hier die Kohlen gekauft. Ne? Die werde ich jetzt, wie gesagt, im nächsten Video einfach mal ausprobieren. Und dann sage ich jetzt mal, das war's für heute. Euer Dirk von Hein und Barbecue. Tschüss. So, komm, wir machen mal ein Fazit von der Grillmeisterschaft. Ja, ihr hört schon an meiner Stimme, ja? Ich bin krank. Ja, aber ich will ja das Video zu Ende machen und deshalb habe ich mich entschlossen, ey, ist doch scheiße, ja, mach mal das einfach, ne? Das ist nicht vom Schreien. Ja, ich bin halt erkältet. Ich habe mir extra einen Zettel gemacht, damit ich bloß nichts vergesse. Pass mal auf. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Rebels of Barbecue. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr dieses Mal das Gewinnerteam seid? Ja, aber ihr wolltet mir ja nicht glauben. Ne? Euer Burger, der sah wirklich super aus. Die Vorspeise fand ich auch klasse. Also von der Optik hattet ihr für mich, muss ich sagen, die Nase vorn. Ich habe da, glaube ich, ja nicht so falsch gelegen. Ne? Wild West Barbecue, ne? Also der nächste Pokal in der Reihe könnt ihr nicht stellen. Wenigstens nicht ihr für den ersten Platz. Ja, so ist das. Da ist dieses Mal dann Rebels of Barbecue ein Ticken besser gewesen.
Ja? Genauso wie Barbecue aus Massen. Ja? Da war nichts mit dem Hattrick. Naja, hat nicht ganz gereicht. Ne? So ist das halt. Aber ich denke mal, alle Teams sind so fair und haben dem Ersten ordentlich gratuliert. Da gehe ich ja mal von aus. Ne? So wie ich euch kennengelernt habe, seid ihr alle ganz fair und locker damit umgegangen. Ganz im Allgemeinen war das ein super Event, fand ich. Ne? Die waren, also jedenfalls die meisten, waren super locker drauf. Manche hatten auch einen Stock im Arsch, muss ich auch sagen. Ne? Waren nicht alle so locker. Ja, ich habe hier noch mehr stehen. Ja. Oinken doink. Was war los? Letzter Platz. Ja, und ja, scheiße gelaufen, wa? Aber das lag bestimmt daran, weil der eine bei euch ein kaputtes Bein hatte. Das kann nicht nur gewesen sein. Ne? Für das nächste Mal dann, ja, was Besseres vielleicht, ne? Dann klappt das auch mit dem zweiten oder mit dem ersten Platz. Ja, da habe ich noch drauf stehen. Oh, ich habe mich super gefreut für Low Budget Burner. Ja, das war, die hatten das erste Mal, haben die mitgemacht, ja, und die hatten ja nichts. Low Budget halt, ja. Und so einen schlechten Platz haben die ja nicht gemacht. Das zeigt ja eigentlich, es geht gar nicht darum, dass man das beste Equipment hat oder, ja, einen guten Sponsor oder so. Die hatten eigentlich ja nichts und ich glaube, die haben einen 13. Platz gemacht. Ist doch super. Ja, finde ich gut. Ich hoffe, dass die so weitermachen. Was habe ich noch stehen? Ne, ich glaube, das war alles. Mehr wollte ich ja nicht sagen. Doch, einen herzlichen Dank an den Veranstalter. Ja, klasse Event. Hat er toll gemacht. Ja, war eine super Laune. Ich meine, das Wetter hat natürlich auch mitgespielt. Da habt ihr richtig Glück gehabt, ne? Oh, ja, das war es eigentlich. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Jahr. Da bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Und ein bisschen Quatsch reden oder so. Also, ich denke, jeder ist ziemlich vertreten in dem Video. Die, die es nicht sind, ja, die waren halt nicht so kommunikativ, denke ich mal. Ja? Das war es für euch. Ja, nicht für euch. Das war es für heute. Ja, ich bin krank. Ja, ich kann ja nicht richtig denken. Ja, aber viele sagen sowieso, denken sie nicht deine Stärke. Ja, das war's für heute. Ne? Ich sag mal tschüss, euer Dirk von Hein und Barbecue.